Heilige Maria Magdalena, bitte für uns. Ein herzliches Grüß Gott heute am Fest der heiligen Maria Magdalena. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Johannesevangelium. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Heute am Fest der heiligen Maria Magdalena ist unser offizieller Abschied vom Kloster St. Magdalena hier in Altötting, wo wir 2 Jahre lang wirken durften. Es war eine gesegnete Zeit, die wir hier verbringen durften. Heute dürfen wir besonders auf die heilige Maria Magdalena schauen. Sie ist eine von den vielen Sündern, über die Jesus seine Schwester Faustine gesagt hat, der größte Sünder auf Erden hat am meisten Anrecht auf meine Barmherzigkeit, auf meine Liebe. Wie es im Evangelium heißt, hat Jesus sie von 7 Dämonen befreit. So tiefsinnig heißt es deshalb in der ersten Lesung heute über sie, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Es ist immer wieder ergreifend, wenn Menschen nach einem bewegten, ja sündigen Leben zu Jesus zurückkehren. Möge die heilige Maria Magdalena ihnen Hoffnung vermitteln, auch wenn das vergangene Leben verfehlt war. Jesus macht alles gut. Er lässt Neues, ja Wunderbares entstehen. Noch ein paar Worte zur heiligen Maria Magdalena. Sie wird im Lukas-Evangelium an erster Stelle unter den Frauen genannt, die Jesus geheilt hatte und ihn dann begleiteten und unterstützten. Sie war die Sünderin, die Jesus die Füße wusch und die Schwester der Martha und des Lazarus. Sie stand beim Kreuz Jesu und war beim Begräbnis Jesu dabei. Am Ostermorgen ging sie dann mit den anderen Frauen zum Grab. Dort ist ihr, der auferstandene Heiland, zuerst erschienen, wie wir es heute im Evangelium betrachten, und hat sie mit der Osterbotschaft zu den Jüngern gesandt. Heilige Maria Magdalena, bitte für uns. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der gekommen ist, um das verlorene Schäflein zu suchen und zum Vater zurückzuführen. In der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, des heiligen Judas Thaddäus, der heiligen Maria Magdalena und aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes dich von all deinen Ängsten und Sorgen, all deinen Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gottes will, so geschehe es und dir geschehe, du erbittest und ersehnst, zur Verherrlichung des heiligsten Namens Jesu. Und der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komm herab auf dich, auf deine Familie, auf deine Wohnung, auf deine Arbeitsstelle. Bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.